Brennan mit einem Fehlpass. Kühn kann Kummer lancieren. Und eine Abschlussmöglichkeit! Vincenzo Kühn mit dem ersten Tor in dieser Partie. Ausgerechnet TJ Brennan mit dem Fehlpass in der Gegenzone. Der Lösen kommt aus vor der Krepper, ist dann auch zu stark in der Mitte. Geht er nicht auf Kummer auf der rechten Seite? Das sehen wir gleich noch einmal hier im Zentrum drin. Dann geht in die Mitte zurück, statt er auf Kummer gehen würde, weil TJ Brennan kommt da schon nach. Allerdings eben auch zu wenig konsequent, da stimmen die Zuordnungen nicht. Brennan müsste in die Mitte, so der Krepper früher nach links. Wird es gleich wohl nicht mehr geben. Jetzt geht es darum, da noch effizient zu sein, so wie hier nach diesem Fehler von Caminada. Patrick Spannring mit dem Ausgleich in die erste Minute des dritten Drittels. Ja, da kam jetzt reichlich überraschend, aber genauso findet man auch ins Spiel zurück mit Hilfe des Gegners. Schauen wir noch einmal, was genau ist hier passiert. Caminada über die Bande und dann will er da seinen Mitspieler anspielen. Zu viel Schwung. Caminada hätte ihn auch einfach Christen überlassen können. Ja, allerdings gut, dass Mosiman Strafe angezeigt. Jetzt gegen Kummer für einen Stoppschlag. Mosiman und das für ein Ablenker. Rundquist mit dem 2:1. Die Strafe war bereits auf der Uhr. Allerdings keine Scheibenkontrolle bei Langenthal. Und dann Mosiman Richtung Tor. Ablenker. Adam Rundquist. Und purer Frust bei Müller, der kurzerhand seinen Stock zertrümmert. Hier noch einmal zu sehen, keine Abseitsposition. Dann hier die Strafe, wird sie angezeigt. Und dann der Ablenker von Rundquist Müller. Der ist zu weit weg, ist hier noch einmal zu sehen. Ja, genau dieser Zentimeter fehlt und deswegen ärgert sich dann Yves Müller dermaßen. Caminada aus dem Tor. Und hier in die Langenthal, noch einmal in Zone drin. Kummer auf Elo! Kummer noch einmal Ausgleich, Dario! Kummer! 59,8 Sekunden vor Ende des dritten Drittels in Unterzahl. Und jetzt möchte hier Nicolai war seinen Stock zerschmettert, dass seine Vorderleute das nicht in den Griff gekriegt haben. Und es ist dieser Dario Kummer. Und dann auch ein bereits erfahrener Spieler, Johnson Eng, kriegt hier eine Salve von Stefan Meyer an Worten zu hören. Hier der erste Fehler und dann im zweiten Anlauf Dario Kummer. Die dritte Chance lässt er sich heute nicht nehmen. Es ist nicht das Game-Winning-Goal, es ist aber der Ausgleich. Die Thurgauer versuchen, die Energie aus der Kabine mitzunehmen und hier das Ganze zu entscheiden mit Jonathan Eng. Eng mit der Entscheidung in der dritten Verlängerung, 101. Minute. Jetzt ging es plötzlich schnell und ausgerechnet der Mann, der den Ausgleich kurz vor Ende des dritten Drittels verschuldet hat, der entscheidet sich am Ende tatsächlich die Partie zugunsten des HC Thurgaus. Und somit haben wir ein Spiel Nummer 6 am Sonntag in Weinfelden zwischen diesen beiden Teams. Die laute Ansprache von Stefan Meyer hat anscheinend Wirkung gezeigt, auch wenn mit gut 40 Minuten Verspätung Jonathan Eng. Nach diesem Pass von Brändli noch einmal zu sehen, da ist viel Platz plötzlich in der Verschiebung, dann unter dem Schoner von Caminada durch. Bitter, ja, Caminada kriegt da den Schoner nicht mehr nach unten. Ganz, ganz bitter nach einer sonst eben auch von ihm guten Partie.